Ich bin total begeistert. Ich habe heute mal ein richtig interessantes Gesicht von mir und nicht nur interessant, sondern auch bekannt. Susan Simaropoulos ist heute im Reading. Ja, super spannend. Also ich habe vorher wirklich noch nichts gewusst, dass es sowas gibt, dass man so viel im Gesicht lesen kann und bin mega neugierig. Es gibt ja so ein Sprichwort, also oder es ist ein Sprichwort, aber mir wird oft nachgesagt, dass ich so ein typisches offenes Buch bin. Also, dass man so ich alles sieht und eher so, dass meine Freunde dann auch Spaß immer sagen, du bist Schauspielerin, du bist im Leben so ein schlechter Schauspieler, man sieht dir alles an. Aber gibt es da so Unterschiede, so Menschen, die man schlechter lesen kann und besser? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man sagt, man sieht diesen Menschen alles an, dann sieht man den Menschen hauptsächlich an, welche Emotionen gerade durch ihn durchzuckt oder welche Gedankengänge. Und das war es auch schon. Anderen Menschen sieht man zum Beispiel gut an, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie gesundheitlich gerade sehr leiden. Dann könnte man auch sagen, das sieht man viel an. Anderen Menschen sieht man wiederum an, dass sie frisch verliebt sind, während man anderen das überhaupt nicht ansehen kann. Ja, also das ist auch so, naja, es ist tendenziell, kann man nicht ganz genau beantworten. Und wenn man zu dir sagt, man sieht dir was an, oder viel an, dann heißt es nur, man sieht was. Aber ob man das dann auch richtig beurteilt oder ob man den richtigen Rückschluss auszieht, das hat dann gar nicht so sehr mit dir zu tun, sondern mit der Fähigkeit von dem anderen, das, was er da wahrnimmt, auch zusammenzureimen. Na, das ist die Herausforderung. Also natürlich bist du ein sehr lebendiger Mensch und lebendige Menschen zeigen mehr wie nicht so lebendige Menschen. Aber ob man das dann trotzdem richtig übersetzt, das ist nochmal die Frage. Ich Ja. hatte mal eine Ausbildung mit Pokerspielern in Macau, in dieser Spielerstadt. Die wollten, dass ich ihnen beibringe, dass ihr Gesicht nichts erzählt. Pokerface. So ist es. Und ich habe denen gleich schnell erklärt, dass das keinen Sinn macht. Weil wenn ich Ihnen beibringe, dass Ihr Gesicht nichts zeigt, müssen Sie sich während des Spiels so sehr darauf konzentrieren, nichts zu zeigen, dass Sie fast keine Konzentrationskraft mehr haben für das Spiel an sich. Sie werden also schlechter im Kombinieren. Und der andere, der Spieler gegenüber, erwartet ohnehin, dass Sie versuchen, ein Pokerface aufzusetzen. Es ist also sogar cleverer, viel zu zeigen, weil man dadurch den anderen sogar verwirren könnte. Wenn man viel im Gesicht zeigt, weiß der andere schon gar nicht mehr, was ist denn jetzt die tragende Emotion. Deswegen haben wir es auch schwerer, einen geistig verwirrten Menschen zu lesen, weil der ganz viele Mimik zeigt, wie einen, der versucht, alles zu unterdrücken, weil er eben es nicht ganz schafft, alles zu unterdrücken. Irgendwas kommt ja doch immer noch bei raus. Ja, Spannend. halten. Ich habe mir gedacht, lesen wir doch erstmal der Susan ihre Persönlichkeit, weil für Gesichtleser ist Persönlichkeit nicht gleich Charakter. Persönlichkeit ist für Gesichtleser etwas, was du von Geburt an hast, mit dem du auf die Welt kommst. Mütter wissen ja, dass ihre Babys sich schon, wenn sie mehrere haben, unterschiedlich verhalten. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man Drillinge oder noch mehr hat. Also sie sind alle unterschiedlich, obwohl ja eigentlich noch nichts passiert ist. Es ist ja noch keine Gehirnfüllung passiert durch Leeren und was auch immer da noch so alles passiert. Also für Gesichtleser sagt man, du hast schon eine Persönlichkeit bei Geburt, das ist so eine Art Bauplan. In dieser Persönlichkeit sind schon Talente verankert, also das, was du nutzen sollst. Später kommt der Charakter dazu und der Charakter, der hat mit vielen kleinen Dingen zu tun, mit den Freunden, mit den Erfahrungen, mit den Eltern, mit der Kultur, sogar mit dem Zeitalter, in dem man geboren wird, mit der Umgebung. Und der Charakter, der muss eben nicht immer deckungsgleich sein mit der Persönlichkeit. Und wenn er deckungsgleich wäre, dann wären wir 1000%ig authentisch. Ist der Charakter aber ein bisschen anders, dann ist das sogar normal. Ist er extrem anders, dann haben wir meistens ein mentales Problem. Weil wir dann so weit weg sind von dem, der wir eigentlich sind, das tut niemandem gut. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, lesen wir doch mal zuerst Ihre Persönlichkeit, dann erfahren wir auch was über Ihre Talente. Und da gab es wenig Überraschendes und es gab sehr Überraschendes. Denn wenig Überraschendes würde man sagen, naja, wenn jemand Schauspieler ist, sollte er schon haben, Talente haben, die der Schauspielerei gut tun. Ja, aber es gibt viele Menschen, die üben Jobs und Berufe aus, für das sie kein Talent haben. Nur beim Schauspielern würde das sehr schnell in die Hose gehen. Aber ich kann dir garantieren, es gibt zum Beispiel viele Ärzte, die gar nicht ein Talent haben, dazu Arzt zu sein, aber die es eben mit Willen und Wissen geschafft haben. Nur mit Willen und Wissen Schauspieler zu werden, ohne ein Talent dafür zu haben, das wäre dann schon, das halte ich doch für unmöglich. Aber wer weiß, da kennst du dich besser aus als ich. Wenn wir die Persönlichkeit bei dir gelesen haben, schauen wir mal auf deine Talente. Talente sind die Schlüssel, so sagt man im Gesichtlesen, um seine Lebensaufgabe zu leben, weil du hast sie von Geburt an mitbekommen und dafür muss es einen Grund geben.
Oft haben wir ja auch sogar Talente, die kein anderer in der Familie hat. Also man könnte nicht mal sagen, das ist genetisch, also zumindest nicht direkt genetisch. Und diese Talente als Schlüssel zu nutzen für die Lebensaufgabe ist clever, weil wir dann Dinge tun können, die uns spielend leicht über die Finger und manchmal über die Lippen gehen. Mhm. Ich habe dann auch noch sogenannte Lernsätze für dich runtergeschrieben. Oh. Lernsätze, das sind so To-Do-Listen oder Inspirationslisten, die sollen dir helfen, deine Lebensaufgabe zu finden oder zu leben. Und Lernsätze haben wir am Anfang unseres Lebens die gleichen. Lerne laufen, lerne sprechen, lerne essen, lerne trinken. Und dann gibt es aber andere Lernsätze, die hat dann vielleicht nicht mehr jeder. Vielleicht nur noch jeder Zweite. Lerne loszulassen ist so ein Satz, den jeder Zweite hat. Mhm. Aber ich habe mal nach denen geschaut, die so jeder Zehnte, 15. hat. Da fand ich dann bei dir ein paar, die auch interessant waren. Und wenn man die mischt, dann kommt man auf einen Archetyp. Und der Archetyp hat den Versuch, stellt den Versuch an, deine Lebensaufgabe mit einem Begriff zu erklären. Das ist ein Versuch, der dann von dir praktisch interpretiert wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, jemand hat den Archetyp Guardian Angel of Life, Schutzengel des Lebens. Dann kann der natürlich Notarzt sein. Der kann aber auch in Afrika Brunnen bohren oder er kann in Neuseeland Wale retten. Aber er könnte auch am Fließband arbeiten und nach Feierabend für die Freiwillige Feuerwehr unterwegs sein. Also die Übersetzung hat dann doch sehr stark mit der Kultur und dem Geschlecht und dem Alter und vielen anderen kleinen Dingen zu tun. Mhm. Ja, das habe ich versucht. Ich habe aber noch viel mehr gelesen. Aber weißt du was? Ich glaube, ich fange einfach mal an. Fang mal an, ich bin schon ganz neugierig. Jederzeit starten. Okay, also es gibt drei mögliche Ansätze, wie wir anfangen könnten. Wir könnten zum Beispiel mit einem Widerspruch anfangen. Widersprüche hat jeder Mensch, denn Widersprüche macht uns individuell. Wenn wir keine hätten, dann wären wir alle stinkelangweilig, weil wir in eine Richtung tendieren. Das wäre ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz, ich fange philosophisch südchinesisch an. Ich gebe deinem Gesicht einen Buchtitel. Das wäre dann so was Farbenfrohes, Stimulierendes. Oder ein dritter, ich beginne sehr beschreibend, noch nicht so Fingerpinting. Und beschreibend heißt dann, es ist noch nicht ganz individuell, ich will erstmal sanft eine Tür öffnen. Ganz schnell ein Widerspruch. Ich mache mal von allen drei ein Beispiel. Ein Widerspruch bei dir, der sehr schnell aufkommt, ist der Widerspruch, sich verantwortlich zu fühlen, Verantwortungsbereitschaft zu zeigen, für andere da zu sein. Aber der Widerspruch ist jetzt, Selbsterkenntnis, der Weg der Selbstverwirklichung. Wenn du dich selbst verwirklichen willst und Selbsterkenntnis suchst und freiheitsliebend bist, so wie du, ist natürlich immer Verantwortung und Verantwortung übernehmen ein Widerspruch, denn Verantwortung kostet immer ein wenig Freiheit und da ist man für andere da, erstmal nicht so für sich. Kann man trotzdem mischen, gibt es schon Wege. Ein anderer Widerspruch, den ich bei dir sehr interessant fand, ist, dass du die Dinge nicht, im Englischen sagt man, you don't want to rush them, du willst sie nicht beschleunigen und Gas geben und los, los, los. Ja, das magst du nicht, schon gar nicht, dass man dich schubst und schiebt. Auf der anderen Seite ist der Widerspruch, die geduldigste bist du eigentlich aber auch nicht. Also das ist auch ein interessanter Widerspruch und das macht halt die Facetten von der Persönlichkeit aus. Wenn wir dir einen Buchtitel geben könnten, das würde, glaube ich, jeder Gesichtleser vielleicht einen anderen Titel zusammen schnüffeln. Aber ich würde mal machen, der einflussreiche Unterhalter. Der unterhaltende Einfluss. Das könnte auch sein. Es bringt nämlich zwei Dinge zusammen. Einfluss hat ja oft mit Weisheit zu tun und mit Ratgeben. Und Unterhaltung hat erstmal nur mit Unterhaltung zu tun. Und im Altertum, da war man nicht gewohnt, dass der Unterhalter den Einfluss hatte. Es gab aber eine Ausnahme, nämlich der Joker, der Jester, also der Hofner, der neben dem König saß, der konnte häufig viele Sprachen sprechen und er war ein guter Menschenkenner und er konnte sich auch einiges rausnehmen und der hat seinen Einfluss schon über Unterhaltung gemacht. Du bist aber kein Hofner, keine Angst. Wir finden da eine andere Lebensaufgabe. Ja, und dann noch das Dritte, damit steigen wir jetzt richtig ein. Im südchinesischen Gesichtlesen gibt es ein Konzept, das heißt Gesichtsformlesen. Mhm. Wenn wir geboren werden, haben wir fast alle die gleiche Form, rund oder oval. Und die verändert sich dann häufig mit der Pubertät, beginnt es so richtig an Fahrt aufzunehmen. Und diese Form, die kann sich verändern aufgrund unseres Lebensstils zum Beispiel. Ja, weil viel essen, wenig essen wäre zum Beispiel das plumpeste Beispiel, das mir einfällt. Man kann sich einen Bart wachsen lassen und dann sieht die Form auch schon wieder anders aus. Also es gibt viele Möglichkeiten, diese Form zu verändern. Und es gibt im Südchinesischen eine Technik, die kennt 30 Gesichtsformen.
und die kann man mischen, sodass man auf 60, 70 Kombinationen kommt. Aber du siehst schon, 7 Milliarden Menschen, 60, 70 Kombinationen, super individuell ist es nicht. Aber es nimmt schon mal so die erste Tür. Mhm. Diese Gesichtsform bei dir ist schon mal sehr spannend, denn bei dir handelt es sich um eine Mischform aus drei Gesichtsformen. Mhm. Und diese Mischform aus drei Gesichtsformen ist immer ein selteneres, denn wir haben da etwa 10-15% der Menschen, die drei Gesichtsformen in einem vereinen. Und das sind häufig Menschen, die von anderen auch leichter missverstanden werden können. Denn wenn man drei Gesichtsformen hat, dann denkt der eine, die ist so, ein anderer denkt, ich glaube nicht, ich glaube, die ist so. Und der dritte, ihr habt keine Ahnung, ich tippe, die ist so. Die Antwort ist, man ist von alledem etwas und man kann innerhalb von Minuten switchen. Vielleicht gut für einen Schauspieler, ich weiß es nicht. Drei Gesichtsformen macht einen flexibel, macht einen Anpassungsweg, was manchmal auch der Nachteil ist. Man ist dann flexibel und anpassungsfähig, anstatt dass man seine eigene Agenda durchbringt. Wenn man drei Gesichtsformen hat, fragt man sich auch oft selbst, ja, was bin ich jetzt eigentlich? Ich könnte das machen, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Weil jeder Gesichtsform werden auch Talente zugeordnet. Und wenn du drei Gesichtsformen hast, dann hast du das gleiche mal drei. Und dann kommen noch neue Talente dazu durch deine Mimik, durch verschiedene Merkmale, auch das kommt noch. Drei Gesichtsformen ist immer Spätblüher, Spätzünder. Du hast zwar schon früh Erfolg gehabt in deinem Leben, aber die eigentliche Lebensaufgabe ist bei dir in die zweite Lebenshälfte verlegt, weil du immer noch mal was wachsen lässt, noch mal was dazukommt und noch mal was vermengst und vermischt und daraus ergibt sich etwas. Die drei Gesichtsformen, die du hast, die sind Nummer 1, das sogenannte Baumgesicht, Nummer 2, das sogenannte Jade-Gesicht und Nummer 3, das sogenannte Schlange-Gesicht. Wenn man die jetzt vermengt, könnte man sagen, die Jade-Schlange auf dem Baum oder die Schlange auf dem Jade-Baum, wie man das möchte. Was heißt das eigentlich alles? Schauen wir uns mal die drei an. Der Baum, ich nehme den mal, der kommt in Europa häufiger vor. Das Baumgesicht ist ein Mensch, der will schützen, trösten, Schatten geben, Früchte geben und deshalb ist er sehr schnell auch für Menschen da und Menschen zieht es zum Baum, das ist magnetisch. Und die Menschen glauben auch, sie kennen den Baum, weil da steht er ja. Auf der anderen Seite haben sie keine Ahnung, der Baum hat eine Rinde. Und die Rinde sagt, also ich mag zwar viel offensichtlich preisgeben, aber in Wahrheit gebe ich nicht alle Gefühle und Gedanken hier preis. Der Baum will sein ganzes Leben wachsen. Das heißt, es ist ein Mensch, der immer rastlos ist. Egal, wenn der mal ruhig aussehen würde, dann ist er immer noch rastlos. Und der Grund ist, Drang, immer weiter zu wachsen. Das ist anstrengend, aber wenn du älter wirst, ist das die Lebensversicherung. Denn auch mit 80 wirst du noch aus dem Bett springen und sagen, was machen wir denn heute? Irgendwas muss gehen. Los, hopp. Der Baum will nicht verglichen werden mit anderen Bäumen. Das sind die Hochindividuellen, das sind die Idealisten. Und das ist auch ganz wichtig beim Baum zu wissen. Deswegen guckt man manchmal im chinesischen Gesichtlesen auch, was für ein Baum ist das? Ist das ein Bonsai oder ist das eine Yucca-Palme oder ist das eine Eiche? Ja, machen wir aber bei dir nicht, weil wir haben drei Gesichtsformen. Jetzt kommt dazu das Jade-Gesicht. Beim Jade-Gesicht ist interessant, dass es in jungen Jahren oft unterschätzt wird und manchmal sogar klein gehalten oder es gibt Menschen, die wollen das Jade-Gesicht besitzen. Und deshalb hat jedes Jade-Gesicht schon mal eine Lebensaufgabe, die unter der Überschrift läuft und die heißt, befreie dich von allem, was dich klein hält, löse dich von allem, was dich unterschätzt. Und wenn ihnen das gelingt, dann entwickeln Jade-Gesichter zwei ihrer Talente überproportional. Das eine ist das Talent der feinen Dinge, da finden wir Kreativität, da finden wir Intuition und du bist hochintuitiv, da kommen wir nachher noch drauf. Da finden wir auch alles, was so zum Künstlerischen dazugehört. Deshalb finden wir viele Jade-Menschen auch in künstlerischen Berufen oder im Marketing oder in der Ernährung, weil da geht es auch um feine Dinge. Solche Sachen. Oder und das zweite Talent, die sogenannten People Skills, Talent mit Menschen umzugehen. Wir finden viele Jade-Gesichter deshalb im Therapeutischen oder im Ratgebenden. Auf jeden Fall in Orten, wo man Menschen motiviert oder sie bei der Hand nimmt. Und das Jade-Gesicht kann das manchmal sogar verbinden. Zum Beispiel so ein älterer Herr, der ein Jade-Gesicht hat, der ein Restaurant besitzt, der kann dann diese zwei Sachen da vielleicht ein bisschen verbinden. Jade-Gesichter sind unheimlich neugierig, haben auch das Talent des Nachforschens. Und Jade-Gesichter sind barmherzige Krieger. Und wenn man Jade und Baum zusammentut, dann ist man Jadebaum. Und Chinesen sagen, jeder will einen Jadebaum im Garten haben. Naja, feinfühlig, schützend, sich kümmernd und ja, und dann noch die kreativen Dinge. Und deshalb kriegt jeder Jadebaum auch gesagt, pass auf, in welchem Garten du stehst. Ja, also dass man da ganz genau gucken soll. Und jetzt kommt zu diesen zwei sehr
unterschiedlichen Gesichtsformen, denn Baum steht für Verwurzeln, für Erdigkeit, für Verlässlichkeit, für Zugehörigkeit und Jade steht für Feinfühligkeit, auch für das Sensible, Kreative, also es ist eher so luftig, während das andere so erdig ist. Jetzt kommt die Schlange daher. Und die Schlange, die hat vor 3000 Jahren diesen Namen bekommen, als Schlangengesicht, weil das ein Mensch ist, der in keine Routine und Vorgaben von anderen passt. Es fängt damit an, dass dieser Mensch nicht linear durchs Leben geht, sondern eben sich schlängelt. Ich mache mal das, mal rechts, mal links, mal rechts, mal links. Und mit dieser Vorgehensweise ist es besser, eben nicht die Routinen und Vorgaben von anderen anzunehmen, sondern lieber die eigenen zu leben. Die Schlange ist ein mystisches Wesen. Das ist deshalb auch ein Mensch, der sich für das Verborgene interessiert, für das, was hinter dem Vorhang ist. Also nicht nur vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang, hinter dem Nebel. Man interessiert sich auch für Grenzwissenschaftliches. Es ist interessant, was denn das Leben sonst noch so zu bieten hat. Die Schlange ist ein mystisches Wesen und hat eine lange Zunge. Die steht im chinesischen Gesichtlesen für Kommunikation, also das Talent dafür, aber auch für Talente, die mit Geschmack, mit der Ästhetik zu tun haben. Die haben einen guten Sinn für Geruch, für Gehör, für die feinen Dinge auch, ähnlich wie Jade. Und die Schlange, und das finde ich am spannendsten, die häutet sich sehr häufig. Und deshalb soll jede Schlange sich auch der Veränderung hingeben, sonst fühlt sie sich irgendwann nicht mehr in ihrer Haut wohl. Das heißt, wenn sie sich häufig häutet, ist es sogar gut, es wäre authentisch. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, die Schlange trifft auf Baum. Ne? Also sich häuten trifft auf Rinde, haben wir wieder einen Widerspruch, der sehr spannend aufzulösen ist manchmal. Übrigens, Schlange und Holz, wenn du an den Holzstab denkst und die Schlange drumherum, dann findet man das oft bei Pharmazien und bei Apotheken. Ja. Also auch ein Zeichen im Altertum für den Heiler. Man sagt auch in China, wer Holz und Schlange zusammenbringt, also Baum und Schlange, hat das Talent der Heilung. Und früher hat man gesagt, es ist das Talent des Helfens. Wann immer man hilft, heilt man. Und ja, da hat man das so verbunden. Übrigens, das habe ich vergessen. Der Baum wird dem Lehren zugeordnet, den sozialen Talenten, Social Skills, und ist von daher da zu Hause. Ja, das ist unser Anfang. Und damit haben wir jetzt eine Tür geöffnet und stehen bei dir im Vorgarten sozusagen. Aber kennen wir dich wirklich deswegen? Eigentlich noch nicht, sondern wir haben ja nur eine erste Idee. Mhm. Und ja, du hast mir ja die Möglichkeit gegeben, und wenn nicht, dann gibt es ja auch im Internet viele Bilder von dir, ein bisschen vorzuspicken, vorzulesen. Und ich konnte mir deshalb ein paar Sachen schon runterschreiben und dadurch sparen wir auch ein bisschen Zeit. Und ja, dann habe ich mir gedacht, was sind denn die ersten Begriffe, die auffallen würden, wenn man dein Gesicht lesen würde? Und interessanterweise, das allererste, was auffällt, ist eben nicht, weil das ist ein ruhiges Bild, weißt du, ich sehe deine Mimik nicht. Deswegen ist auch das Erste, was auftauchen würde, nicht deine Lebendigkeit und Kreativität, sondern das Erste, was auftauchen würde, wäre dein hohes intellektuelles Potenzial und dein Pragmatismus. Du bist ein sehr pragmatischer Mensch und du bist auch jemand, der harten Arbeit zugeordnet werden kann, auch jemand, der tatsächlich anpackt. Du bist sehr fleißig. Auch das würde man sehen. Man würde dann aber schon sehr, und das Geschäftige kann man auch noch sehr schnell sehen, aber was man dann auch sehr schnell sehen würde, wäre diese Rastlosigkeit, die dir zugeordnet wird, auch die starke Vorstellungskraft und schnelle Auffassungsgabe. Das würde man auch noch sehr schnell bei dir wahrnehmen. Man würde auch zum Beispiel sehen, dass du manchmal ein bisschen übermäßig impulsiv sein kannst. Das würde man dir auch schnell zusehen. Und auch dieser interessante Widerspruch, dass du zwar hochintuitiv bist, aber immer wieder am Analysieren bist, am Gedanken wälzen, obwohl doch eigentlich dein Bauchgefühl das Zuverlässigere wäre. Übrigens, zuverlässig, das bist du auf jeden Fall. Du bist loyal, treu, zuverlässig, immer wieder unterstützend, großzügig, hilfsbereit. Da kann man sagen, ja, hat denn die Frau keine Fehler oder gibt es das überhaupt? Ne? Was? Gut, dass du dich daran gehalten hast, nur die guten Sachen aufzuzählen. Das ist eigentlich auch die Aufgabe vom Gesichtleser, ist immer Potenziale zu lesen, weil wir glauben, dass man nur, wenn man seine Potenziale kennt, auch seine Auswege kennt. Und es gibt noch eine andere Aussage. Alles, was wir gewinnend leben, kann man auch verlierend leben. Ich habe zum Beispiel hier so eine Falte hier in meiner zwischen meinen Augen. Wenn man die gewinnend lebt, ist man beseelt, man strebt auf ein Ziel zu, also man ist zielstrebig, sie sagt auch verlässlich, hinter dem kannst du dich sammeln. Wenn man die verlierend lebt, ist man stur, ein sturer Bock, benutzt die Ellenbogen und zieht sein Ding durch auf Teufel komm raus. Und da musst du an der Mimik dann ablesen, was da los ist.
Was dir hilft, du bist extrovertiert, das wäre auch schlimm beim Schauspieler, wenn das nicht wäre. Du bist auf jeden Fall sehr sozial. Du bist auch jemand, der für viele Menschen einen Leuchtturm darstellt, die sich an dir orientieren. Und ich meine jetzt nicht nur an Fans und Followern, wie man das neudeutsch sagt, sondern tatsächlich auch im Familienkreis, im engsten Kreise. Der Grund ist, du kannst dich in Menschen gut hineinversetzen. Du hast eine sehr große Bandbreite. Und diese Bandbreite lässt dich manchmal ultra feminin werden, extrem weiblich, bis hin zum extremen Krieger, der auch in dir drinstecken kann, wenn es um Situationen geht. Also was fordert dich heraus? Ich würde sagen, was dich am meisten herausfordert, neben den Widersprüchen, ist dein, darf ich Hang zu Pedanterie sagen? Also Perfektionismus, sagen wir es freundlicher. Also du bist auf jeden Fall jemand, die es ganz genau machen will. Und du bist auch jemand, die gerne es geordnet und strukturiert hat, auch wenn es manchmal eben nicht so leicht so rüberzubringen ist. Und das schaffst du, und deswegen habe ich gesagt, die einflussreiche Unterhaltung oder der unterhaltende Einflussreiche, das schaffst du, indem du Geschichten erzählst. Du kriegst das gut rüber, mit Geschichten das durchzubringen, was dir jetzt wichtig ist oder den Rat anzubringen. Vielleicht sitzen wir heute auch zusammen, weil ich das auch so ein bisschen in mir drin habe und zumindest das haben wir beide gemeinsam. Du bist auf jeden Fall dieser Leuchtturm, aber eben Leuchtturm ist mir ein bisschen zu starr, weil du so beweglich bist, immer im Geschehen bist, immer wieder guckst, dass da was läuft, dass da was geht, bist ja auch neugierig, wie ich schon sagte, und du hast wenig Angst, also du hast wenig Angst, Risiken einzugehen. Warum? Das ist diese Mischung aus Selbstbewusstsein, aber auch du hast Erfahrungen gesammelt und die füttern dich ständig mit neuen Infos, was ist möglich oder was ist nicht möglich. Und diese Fähigkeit, Infos einzusammeln, ist dir sehr zugeordnet und vor allen Dingen auch diese Infos wieder auszuspucken und weiterzugeben. Also von daher, wenn du vorhin gesagt hast, also Buch schreiben, das ist schon mal ja super und Bühne auch. Also da lebst du sicherlich Talente aus und auch du sagtest, du machst eine Coaching-Ausbildung, eventuell geht es ja auch in diese Richtung, also zumindest vom Titel her. Was ist noch eine Herausforderung für dich? Eine sehr große Herausforderung ist, dass man dich sehr leicht ablenken kann. Warum? Weil dieser neugierige Geist in dir immer mal noch guckt, was rechts und links sich auch noch so veranstaltet. Und getrieben ist das eigentlich von den vielen Talenten, weil alle Talente immer gelebt werden wollen. Und auch diese Ausrichtung auf zweite Lebenshälfte, dass da die Lebensaufgabe gelebt wird, die ist da nochmal ganz stark zu sehen. Also versuchen, aufmerksam zu sein, versuchen, sich zu fokussieren und dann und perfektionistisch dabei zu sein und trotzdem immer Neues reinzuholen. Ich stelle es mir als Herausforderung vor. Definitiv, ja. Ich glaube, du hast ein sehr gutes Talent zum Lehren und kannst deshalb auch gut teilen, mitteilen, unterrichten. Ich glaube, da werden auch deine Kinder davon profitieren, vielleicht gerade im Homeoffice. Im Homeoffice, Homeschooling ist so Grenzerfahrung, aber wahrscheinlich unter normalen Umständen würde es gehen. Okay, Grenzerfahrung, ja, da kommen auch Fächer, die man vielleicht nicht so gerne mehr konfrontiert. Genau, ich möchte nur zwei Fächer unterrichten, der Rest kann mir gestohlen bleiben. Ja, kannst du mir verraten, welche, weil ich könnte sie nicht rauslesen. Ich glaube, ich wäre eine gute Deutschlehrerin, auch wenn ich jetzt Rechtschreibung gar nicht so gut beherrsche, aber ich habe ein gutes Gefühl zur Sprache letztlich, ja, und Englisch, geht auch gut. Englisch kann ich auch ganz gut erklären. Das Talent der Sprache oder Talent of Communication wird dir zugeordnet, aber ich muss ehrlich sagen, das zu erwähnen, wäre schon fast lustig bei einer Schauspielerin, aber es sei hiermit erwähnt, denn letzten Endes hast du es ja auch. Also ich glaube, da braucht keiner Gesichtleser sein, um das sich dann an zwei Fingern abzureimen. Du hast auch das Talent der Bühne. Talent der Bühne haben nicht nur Schauspieler, sondern jeder Mensch, der aus der Gruppe heraustreten soll und praktisch etwas mitteilt oder etwas vorzeigt oder etwas anleitet. Auch die haben das Talent der Bühne. Auch das kann man an Merkmalen bei dir ablesen, aber auch an der Mimik. Da ist es sogar am stärksten abzulesen. Du bist ja hochintuitiv, aber du bist auch extrem sensitiv. Und wenn man das ist, dann ist man erspürend. Und wenn man erspürend ist, spürt man auch schnell den Müll, sage ich jetzt einfach mal, die Stimmungsschwankung der anderen. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich selbst nicht anstecken lässt davon, weil man, ich glaube, viele von uns kennen das Gefühl, nach einem einstündigen Telefonat fix und fertig zu sein, weil der andere viel mit sich rumgetragen hat.
und man spricht mit anderen 3 Stunden und fühlt sich immer noch so wie vorher. Da kann man solche Unterschiede merken. Und du hast das Talent zum Anführen. Das Talent des Anführens hast du im Sinne von anleiten. Man wird ja zuordnen, dass du Menschen bei der Hand nehmen sollst, sie führen sollst, sie anleiten sollst, weil du sie damit dann so, naja, zu Einsichten führst, die sie vielleicht nicht von alleine hätten. Wer so lebt wie du, produziert und stimuliert immer wieder neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen, neue Herausforderungen. Das liegt an deinem Wesen, an deinem Lebensstil. Ich habe ja auch oft mit Menschen zu tun, die sagen, oh, bei mir passiert nichts Neues. Ja, weil die warten. Aber wenn man ein Wesen hat, das halt stimuliert, dann kommen solche Möglichkeiten oft schon ganz alleine. Und das muss man halt manchen Leuten sagen, nein, die Zukunft wird nicht mit einem Päckchen von DHL vor der Tür abgeliefert, sondern da muss man ab und zu mal was dafür tun, auch in der heutigen Zeit. Also das habe ich auch in meinem Buch stehen. Korrekt. Oh, super. Das freut mich am meisten, wenn wir da immer da vielleicht so gleiche Dinge finden. Ja. Kunst, Design, Style, auch das werden wir dir zuordnen. Auch da hast du Stärken. Deswegen sind Menschen wie du auch häufig Fotografen oder machen Skulpturen oder machen Filme. Vielleicht machst du ja auch mal Filme. Das wäre vielleicht auch interessant zu sehen. Weil du könntest genauso gut hinter der Kamera stehen. Da hast du gar kein Problem mit. Und du hast einen sehr guten, dieses People Skills, die du hast, also das Talent der Menschen, das kannst du sogar noch ausweiten. Du kannst dich gut mit Menschen vermischen, dich unter sie bringen, dich auf diese Art und Weise gut austauschen mit denen. Auch das wird dir zugeordnet. Ja, eines ist mir noch aufgefallen, du bist ein sehr guter Beobachter. Das ist interessant, weil Menschen, die sehr expressiv sind, die sehr klack, 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 auch viel reden können, sehr lebendig sind, sind meistens nicht gute Beobachter, aber du bist es. Das heißt, wir müssen bei dir sogar aufpassen, weil du beobachtest, während du sprichst. Und das heißt, du kannst geben und aufnehmen zu gleicher Zeit. Das ist, macht natürlich einen sehr guten Berater aus, muss man sagen. Also in 1:1 habe ich das auch schon gemerkt. Witzigerweise ist es im Widerspruch bei mir total, dass ich so im großen Feld relativ unaufmerksam bin. Also da bin ich so eher in so einem Tunnel, dass ich dann so oft, keine Ahnung, in den Zeiten, wo man mich sehr viel erkannt hat auf der Straße und so und wo meine Freunde immer sagen, oh Gott, wie hältst du das aus? Das ist so, das merke ich überhaupt nicht. Bis heute ist es so, ich bin da total in meinem, ich bin auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich im Urlaub bin oder in einem Club und die sagen so, oh, das Publikum war aber komisch hier, dann denke ich immer so, welches Publikum? Also ich habe gar keine Wahrnehmung, nur für die, die wirklich um mich herum sind. Aber so 1:1 Gespräche, es ist genau wie du sagst. Ich kann gleichzeitig das aufnehmen und gleichzeitig ganz viel reden. Und da funktioniert es total gut. Und gut, dass du das nochmal so spezifiziert hast. Dadurch kann man es nochmal runterbrechen, auch wie das genau abläuft bei dir. Das können wenig Menschen. Die das können, die können sich das gar nicht so vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Menschen überlegen müssen, sage ich jetzt was oder höre ich zu oder gucke ich nur. Ja, interessant ist, und jetzt bin ich mal gespannt, was du darauf sagst. Chinesische Gesichtleser, auch die Altgriechen unter Aristoteles, weil die Gesichtlesekultur geht auf Aristoteles in der europäischen Kultur. Also meine Landsleute, ja. Und auf Hippokrates, also der Gottvater aller Ärzte, auch der war Gesichtleser, weil die hatten ja damals keine anderen Möglichkeiten. Ein Chinese und die Griechen würden sagen, es ist der Mensch, der für die hohe Position geschaffen ist. Sie hat genug Anstrengung und Ausdauer. Sie ist zielstrebig genug und hat genügend Facetten, um sich auf alle Menschen einzulassen. Und sie soll den langen Weg gehen. Mal gespannt, wie das dann in Zukunft bei dir ist. Aber das ist das, was man dir zumindest auch noch nachsagt. Finde ich eine interessante Facette. Das sollte ich mir zu Herzen nehmen. Das solltest du dir vielleicht zu Herzen nehmen. Es gibt ja diesen Mittelweg. So, jetzt habe ich den Begriff endlich gefunden in meinem Kopf. Dieser Mittelweg, der existiert für Wesen wie dich nicht, sondern du hast eine große Bandbreite. Und es ist logisch, dass da das eine Ende ist und da das andere und dazwischen alles, das ist Mitte. Und das ist sehr, sehr viel. Und dadurch hast du einen Zugriff auf unheimlich viele Menschen.
Und auch wenn du dich im 1:1 gut auf einen einlassen kannst, deine Botschaft oder was immer dir wichtig ist in deiner Zukunft, wird viele erreichen können. Das hängt dann auch von den Umständen ab und ob du es zulässt, wenn du es denn in diese Richtung anstrengst. Du bist sehr kontaktfreudig dafür und bist übrigens auch immer bereit, für irgendwo einen Kompromiss einzugehen. Das finde ich auch sehr interessant. Das ist bei Menschen, die so einen starken Weg gehen wie du, nicht der Fall. Also ich würde sagen, von 9 von 10 sind es nicht. Aber man ordnet dir in diesem Bereich sogar einen Peacemaker zu. Also jemand, der durchaus bereit ist, Kompromisse zu gehen. Übrigens, wenn ich das kurz einstreuen darf, in der Liebe ist es aber nicht ganz so, weil da bist du schon so ein bisschen der Anführer. Aber das ist Liebe in Partnerschaft, da reden wir jetzt nicht unbedingt da. Aber auf jeden Fall mixst du diese Kompromissbereitschaft mit Erfindungsreichtum, Fleiß, Offenheit. Und deshalb ordnet man dich eben diesem großen ganzen Weg zu. Und vielleicht sollten wir mal uns kurz deine Lebensaufgabe anschauen, wenn du möchtest. Ja. Also, wir haben ja gesehen, du hast Talent der Bühne, Talent of Stage, Talent der Kommunikation, Talent des Lehrens, Talent des Ratschlags, Talent der Kreativität, Talent der Menschen. Dann hast du auch noch soziale Talente. Dann haben wir noch von der Schlange Talent der Heilung. Dann bist du hochintuitiv. Dann bist du sehr flexibel da oben, analytisch sehr talentiert. Ja, manchmal fast zu viel, bis da alles da rum ist. Auch das wird dir zugeordnet. Dann hast du das Talent der Diplomatie. Das ist das mit diesem Ausgleich, Kompromiss bringen. Auch das wird dir zugeordnet. Und dann weiß man einfach, wenn man das alles zusammenbringt, hat man oft einen Menschen, du hast ja auch Talent des Entdeckens, die Neugierde, das Investigieren, hat man oft einen Menschen, der auch, weil das alles zusammenkommt, das Talent des Erschaffens. Talent of the Creator. Und dieses Erschaffen wollen heißt eigentlich, ich will Fußspuren hinterlassen. Ich will etwas hinterlassen, wo ich am Schluss meines Lebens weiß, also ich weiß jetzt, wofür ich da war. Ich habe jetzt auch hier meinen Fußabdruck hinterlassen. Geht mir besser. Meine Ideale, meine Wertvorstellungen, meine Gedanken haben einen Weg gefunden. Der Talent of the Creator ist der, der dich noch sehr lange begleiten wird, weil du für den noch eine Ausdrucksform suchst. Das ist das, was du gerade alles in deinem Leben durchtestest. Bühne. TV, Buch, ja, da findest du dich noch wieder. Der Coach hinterlässt ja auch Spuren und er nutzt seine People Skills dafür und sein Rat und seine Verantwortungsbereitschaft. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt versuchen wir mal einen Archetyp zu finden, der das ausdrückt, wofür du da bist. Und wie bei vielen Menschen, die in die zweite Lebenshälfte hinein gesehen werden, ist dein Archetyp nicht sofort erreichbar, sondern es ist so eine Art stufenförmig erreichbar. Wenn du also diese Stufenform gehst, dann ist auf jeden Fall einer schon hinter dir, dieser Archetyp, der also praktisch performt hat, der Mitteilungen weitergibt, die aber nicht seine eigenen Mitteilungen sind. Und das wäre also dann kein Botschafter, sondern ein Herold. Ein Herold hat praktisch die Schriftrolle vom König und Palipala, höret, höret. Er kriegt auch ein bisschen was ab, weil er ja derjenige ist, der es vorträgt. Aber er merkt schon früh, ja, Mensch, ich habe doch auch was zu sagen. Was hat denn der König da wieder für Mist aufgeschrieben? Ich würde es anders sagen. Warum sollen die Leute mehr Steuern zahlen? Ich will das nicht. Aber er macht es halt, weil das sein Job ist. Der Herold wird manchmal zum Botschafter. Das war übrigens mein Weg. Deiner ist ein bisschen facettenreicher und heißt im zweiten Schritt Magician of the Night, der Magier der Nacht. Und der Magier der Nacht ist ein Wesen, das bringt Licht ins Dunkel. Der Magier der Nacht bringt, wenn man auch so will, Wahrheit zur Lüge. Er bringt auch auf jeden Fall die Fackel in den Nebel. Das ist jemand, der anderen Menschen gut Ratschlag geben kann, sie gut anleiten kann aufgrund dessen. Und er ist sehr beweglich. Ich habe am Anfang gesagt, du bist so ein Leuchtturm für andere. Das stimmt zwar, aber du bist mir da nicht beweglich genug. Also Leuchtturm klingt für mich wie, sie hat ihre psychologische Praxis und da kommt man halt rein und dann geht man wieder. Und das wäre zu wenig. Also dieser Magier der Nacht ist auch ein bisschen mystisch. Also da geht man auch nicht einfach hin und sagt, hey, wie sieht es denn aus, hilf mir mal. Sondern er hat so ein bisschen Autorität dann auch. Und was auch gut ist für ihn, weil dann kann er sich schützen. Also das wäre so die nächste Stufe, wo man dich sehen würde. Und dann würde man dich tatsächlich auch noch bei einer weiteren Stufe sehen. Die heißt Master of Ceremony. Also ein bisschen plump übersetzt Zeremonienmeister. Es ist eine Autorität, die eine Zeremonie, einen Raum erschafft, in dem sie die Autorität ist
Und in diesem Raum geht es um ein Thema, das hängt auch von diesem Master ab. Und Menschen können sich da treffen, kommen, müssen, dürfen auch wieder gehen. Also ganz wichtig bei dir, wann immer du Verantwortung übernimmst und wann immer du Autorität bist, schau, dass du es nicht immer bist. Ein Mensch wie du ist zu freiheitsliebend und zu lebendig, als ob er plump auf einem Thron sitzt und dauerverantwortlich für was ist. Deswegen ist auch keines deiner Lebensaufgaben auf Königin und sowas ausgerichtet. Also Master of Ceremony. Wenn du den Magician und den Master lebst of Ceremony, kommt daraus was Neues hervor. Und das, was da hervorkommt, das wird ein bisschen das Leben entscheiden. Das hat mit deinen Erfahrungen zu tun, die du machen wirst, weil viele Leute verstehen nicht, seine Lebensaufgabe muss man nicht suchen, man erlebt sie und sie steht auf einmal vor der Tür. Eine Brigitte Bardot hat sich mit 25 auch nicht gedacht, ich will Robben retten. Mhm. Sondern die wurde Schauspielerin. Warum? Weil sie merkt, sie hat Talent dafür. Und sie kommt ja auch an und dann hat sie Bestätigung. Aber irgendwie spürt sie, da muss noch was anderes kommen. Und aus irgendeinem Grund hat sie sich für dieses Thema interessiert. Warum? Weil sie da Verknüpfungspunkte hatte. So wird es auch bei dir sein. Aber ich kann dir zumindest sagen, welche zwei Archetypen da ein wenig miteinander konkurrieren. Aber nicht böse gemeint. Aber eines von den beiden wird es werden. Der eine Archetyp heißt Mother of All, die Mutter von allen. Und die Mutter von allen ist auch eine Autorität. Das ist nicht die Mama, die jeden kocht und bekocht und jeden lieb hat, sondern das ist eine Autorität, die Mutter von allen. Also Mutter Teresa war mit Sicherheit auch so eine Art Mutter von allen. Also da kann man schon hin, die hat Herz, aber die hat auch Power und die sagt, so geht es jetzt nicht mehr, das wird jetzt nicht mehr gemacht. Und die Mutter von allen sucht sich ein Thema, wo sie das sehr gut ausleben kann. Mhm. Und das Zweite, das auch ein wenig konkurriert, das gibt dir ein bisschen mehr Freiheit, würde dich flexibler halten, ist lustigerweise ein Archetyp, den ich in meinem Buch als letztes beschreibe. Ich hatte ein Erlebnis Anfang letzten Jahres mit einer Frau, die Mitte 80 war und Immobilienmaklerin auf Hawaii war. Wenn man vorstellt, Mitte 80 Immobilienmaklerin. Die kam zu mir zum Reading. Ich war ein bisschen überfordert, weil was will die jetzt von mir mit Mitte 80? Gesundheit vielleicht. Nein, war nicht Gesundheit, die wollte ihre Lebensaufgabe wissen. Und wir haben aus ihr herausgelesen, ja, die Lebensaufgabe Star Chaser. Das ist jemand, der Sterne einfängt. Und das ist erstmal erklärungsbedürftig. Ein Star Chaser ist jemand, der holt die Sterne runter für andere, weil sie das nicht können. Wenn du die Sterne runterholst für andere, weil sie es nicht können, dann sind die anderen entweder zu klein oder materiell nicht in der Lage dazu oder haben in irgendeiner Weise eine Benachteiligung, warum sie es nicht können. Und das rührt mich gerade total, ohne Witz. Das ist wirklich krass. Da muss ich weinen, weil es so schön ist. Weil ich auch glaube, dass das so meine Lebensaufgabe ist. Gut, dann ist sie auch wahrscheinlich eher deine Lebensaufgabe wie das Erstgenannte. Weil wenn man eine gefühlsmäßige Bindung zu einem Titel hat, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Manche sind so verkopft, dass sie zu keinem Titel eine Verbindung finden. Und der Star Chaser, und das ist ganz wichtig, der muss zuerst seinen Stern runterholen. Weil wenn er das nicht getan hat, ist er kein Star Chaser, dann ist er Servicepersonal. Und deshalb immer aufpassen, dass du nicht einfach nur Erfüllungsgehilfe für die Sternensuche der anderen wirst, sondern dass du deinen eigenen Stern runterholst. Und da gibt es noch ein schönes Bild im chinesischen Gesicht lesen. Wenn du das nämlich nicht tun würdest, dann wärst du die Sehende, die dem Blinden folgt. Das heißt, du brüllst von hinten rechts, rechts, links, links, geradeaus, geradeaus. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern dass man es den Menschen erzählt und sie vorangibt. Der Star Chaser wäre also auch, was dir blühen könnte im Alter, was immer mehr dazukommt und wo es dann nur um die Thematik geht, wie du den auslebst. Ja, du musst also nicht überlegen, wie werde ich Star Chaser, sondern das, was ich jetzt tue, ist der Star Chaser Style. Ja, das ist der Stil von einem Star Chaser. Okay, dann ist alles in Ordnung. Mhm. Und die Übersetzung, auf die kommt es an, nicht auf den Titel. Der Titel ist auch nur ein Hilfskonstrukt. Kommt übrigens ursprünglich aus dem Chinesischen und ich habe damals mit meinem Lehrmeister versucht, diese chinesischen Symbole in ein englisches Muster zu bringen, damit wir überhaupt englische Begriffe dafür haben in Hongkong, wo ich damals gelebt habe. Ja, da haben wir deine Lebensaufgabe. Ich hab noch ein paar Lernsätze für dich. Willst du die überhaupt hören? Ja, klar, ich will immer dazu lernen. Also gut, dann suche ich gleich mal den schwierigsten für dich. Mhm. Aus meiner Sicht. So gut ja noch nicht.
Also mit der schwierigste aus meiner Sicht könnte für dich sein, oh, der ist gut, lerne Langeweile zu lieben. Das habe ich gerade erfahren. Also kennst du die Enneagramme? Enneagramm habe ich jetzt in der Ausbildung zum ersten Mal gehört und diese neuen Persönlichkeitstypen. Und okay. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich habe auch eine private Sitzung gehabt und ich bin eine 7 und das ist der Optimist. Und der Optimist muss Langeweile lernen. Okay. Nächster Lernsatz für dich ist, allein sein heißt nicht einsam sein. Und du hast ja gern Gesellschaft, aber das sollst du halt irgendwie auch lernen. Dann das Nächste. Lerne, Nein zu sagen, nicht Jein. Ja. Also, ja, ich weiß. Dann das Nächste. Was Menschen betrifft, sei Realist, aber niemals Pessimist. Und du bist ein Optimist, aber ob du immer Realist bist, was Menschen angeht, mal gucken. Nein. Aber das ist vielleicht trotzdem sympathisch, dann kann man ja auch mal sehen. Dann, die Meinung der anderen ist nur eine Meinung, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, Kritik nicht so zu Herzen nehmen, aber auch das Lob ist halt auch erstmal nur ein Lob. Ja. Auch interessant. Lass deinen Gefühlen freien Lauf, lass deinen Emotionen keinen freien Lauf. Da unterscheidet man im Gesicht lesen. Gefühle werden eher dem Herzen zugeordnet, Emotionen halt der Persönlichkeit. Und da kommen halt auch Sachen hoch, die nicht immer gefühlsmäßig so sind. Dann ein Lernsatz, der dir vielleicht leicht fällt. Hör mehr auf deinen Bauch als auf deinen Verstand. Nee, fällt mir gar nicht mal so leicht. Muss ich auch üben. Okay, gut. Ja. Dann ist gut, dass wir den hier auch nochmal auf den Plan gebracht haben. Und das Nächste, helfen, ja, doch wer hilft dir? Also auch, es ist schön, dass du hilfst, aber vergiss nie, auch Hilfe einzufordern, weil man sieht es dir nicht leicht an, wenn du Hilfe brauchst. Du hast so diesen Gesichtsausdruck, ich habe alles im Griff. Das ist cool, dann ist man auch nicht so angreifbar, aber ab und zu ist gut, wenn man geholfen wird. Ne? Und der letzte, den ich gesehen habe, du kannst dir das so vorstellen, reist du mit einem Lehrmeister, einem Chinesen oder so, dann kriegst du nahezu jeden Monat einen neuen Satz zu hören. Also mein erster, den ich gehört habe zu mir, war, lerne den Mund zu halten. Und da habe ich auch gedacht, was soll denn das sein? Ich bin Botschafter, das ist meine Lebensaufgabe. Und jetzt will ich den Mund halten. Und mein Lehrer sagte, wenn du nicht lernst zuzuhören, dann kriegst du auch nicht die richtigen Botschaften dahin. Okay, den hast du Gott sei Dank nicht, du solltest nicht lernen. Sondern dein letzter ist nochmal ganz, ganz wichtig, weil der orientiert sich an deinem Jadegesicht. Befreie dich von allem, was dich klein hält, bindet oder unterschätzt. Das ist nahezu ein Muss, wenn du in diese Richtung gehen möchtest. Das ist deine Lebensaufgabe mit deiner Persönlichkeit und deinen Lernsätzen. Toll. Und ich hoffe, das hat dir schon mal Spaß gemacht. Sehr. Ich muss mir alles daher nochmal aufschreiben. Das ist ohnehin ein guter Tipp. Man schreibt sich nochmal auf, man guckt nochmal nach.